Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem YouTube-Kanal. Heute wird es süß, habt ihr vielleicht schon gelesen. Wir backen heute. Bisschen ungewöhnlich bei mir, aber mache ich doch durchaus auch ganz gerne. Gerade wenn solche Kindheitserinnerungen antriggert wie dieser Auflauf. Wir machen einen schönen Grießauflauf mit Schattenmorellen und einem schönen Skier mit drinnen, dazu nachher mehr. Ganz simples Rezept, dazu gibt es eine schöne Vanillesoße, würde ich sagen, legen wir direkt los. Also, zu diesem Auflauf, bei uns gab es früher, als ich noch Kind war, immer ganz gerne so ein Kirschauflauf, so ein Grieß-Kirschauflauf, auch wo so ein bisschen Quark mit drin war, und das habe ich vor vielen Jahren schon mal versucht zu kreieren oder nachzubauen. Das ist mir ganz gut gelungen. Das Ursprungsrezept ist aus meinem Kochbuch Heftig Deftig. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen. Wenn nicht, kann ich sehr ans Herz legen. Natürlich Eigenwerbung. Und die Variante, die wir heute machen, ist eine kleine Abwandlung, gerade auch wegen der Vanillesoße, die es dazu geben wird. Aber auch ganz besonders wegen dem Skier, den wir mit rein verarbeiten. Denn es gibt jetzt ein ganz großartiges neues Produkt von meinen Freunden von Sojade. Ist auch Werbung, wisst ihr vielleicht. Ich arbeite mit Sojade wirklich schon seit vielen Jahren zusammen, weil es einfach tolle, natürliche Produkte sind in meinen Augen. Und wir bauen diesen Skier da mit ein. Es ist ein ganz neues Produkt, ganz clean, es hat keinen Zucker, ordentlich Protein mit drin, Mandelprotein als Basis. Wenn ihr Lust drauf habt, schaut es euch einfach mal an. Ich bin großer Fan davon, wie man vielleicht auch sieht und hört. Wir legen einfach mal los. Grundsätzlich haben wir hier, ich nehme jetzt hier mal diesen Topf, dann seht ihr ein bisschen, was da los ist. Ich verwende ihn sozusagen als Schüssel. Hier ist ein Dinkelgrieß in der Basis, ihr könnt auch einen Weizengrieß nehmen dafür, das ist ganz egal. Und es kommt ein bisschen Backpulver und Chiasaat hier mit rein. Rezept findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das mischt ihr jetzt einfach mal ein bisschen durch. Könnt ihr auch mit Leinsaat machen, würde auch funktionieren, wenn euch das lieber ist. Und dann mixen wir unsere Basismasse, das ist der zweite Part, wie meistens ja beim Backen. Es gibt einen flüssigen Part und einen trockenen. Ofen ist übrigens schon vorgeheizt auf 160 Grad, Ober-Unterhitze. Backzeit hier circa eine Stunde. So, wir fangen an mit ein bisschen Sojamilch. Gerade beim Backen empfehle ich wirklich immer, Sojadrink oder Sojamilch zu verwenden. Hat einfach durch den Sojapart, Sojalecithin, eine sehr schöne Triebwirkung im Sinne von, es wird ein bisschen fluffiger aus meiner Sicht. Dann kommt mit rein unser veganer Skier. Schönes Kratzgeräusch. Wir haben Cashewbruch mit drinnen. Beziehungsweise, das waren sogar ganze. Das ist aber Verschwendung fast. Also immer Bruch kaufen ist günstiger. Wir nehmen Kokosöl als Fettbasis. Funktioniert sehr gut in dieser Geschmacksmischung. Dann ein bisschen Kurkuma in dem Fall für die Farbe. Ihr wisst, gerade wenn es um Eifarbe geht, nehme ich mittlerweile immer gerne Karottensaft. Hier geht es aber um so eine schöne Grundfarbe. Dann Orangenschale, bio, gerieben. Könnt ihr auch einfach mit einem Sparschäler runterziehen und mit reinschmeißen. Salz dürfen wir natürlich nicht vergessen. Dann Zucker. Ganz normaler weißer Zucker. Da bin ich auch mittlerweile der Meinung, gerade vom Fußabdruck her, wenn ihr Bio-Rübenzucker aus dem Dachraum oder je nachdem, wo ihr wohnt, einkauft, ist der Fußabdruck halt deutlich geringer, als wenn der von weit her angeschippert werden muss. Und letztendlich unterm Strich ist es halt Zucker. Ne? Der braune hat klar mehr Mineralstoffe anscheinend mit drinnen, als jetzt der weiße, meines Wissens nach. Ich bin kein Ernährungsexperte, aber ich sage immer, wenn es auf die Mineralstoffe ankommt, dass man sich gesund ernährt, dann ist eh schon alles vorbei. Das sollte man optimalerweise durch Gemüse und andere Dinge schon genug zu sich nehmen. So, ab in den Mixer. Wichtig, wenn ihr keinen Hochleistungsmixer habt, dann weicht euch die Cashewkerne oder Bruch bitte vorher ein. Ihr könntet das Ganze auch aufkochen, dann aber auskühlen lassen, dass sie weicher werden und dann mit einem guten Stabmixer oder mit einem anderen Bechermixer glatt mixen. Ist schon ganz gut, aber wenn wir es richtig schön glatt bekommen.
Und da jetzt, bitte, schau mal. Das könnte man jetzt sicher auch, ich probiere direkt mal so, habe ich noch nie gemacht. Ja, ist jetzt natürlich schon super lecker, diese leichte Säure von dem Skyr mit drinnen, schöne Cremigkeit, natürlich ordentlich Fett. Ich würde es gerne mal probieren, das als Eis in die Eismaschine zu packen. Könnte sehr, sehr lecker werden. Ne? Also das passiert bei mir übrigens immer beim Kochen. Kann ich wirklich empfehlen. Denkt da nicht so in der Einbahnstraße, sondern wenn ihr Dinge ausprobiert, überlegt euch immer, wo kann man solche Sachen, die von der Basis her jetzt einfach lecker sind, vielleicht auch woanders einsetzen. Weil somit habt ihr einfach ein viel größeres Repertoire auf einmal. Gut, das kommt hier mit rein. Ich fange jetzt mal mit dem Löffel an vielleicht. Sieht am Anfang sehr flüssig aus natürlich, aber der Grieß, der zieht schon ordentlich. Chiasaat genauso. Und durch das Sojathema, das bindet natürlich auch deutlich ab. Nur gut vermischen, dass es gerade die Chiasaat nicht klumpt. Jetzt mal auf den hier um. So, perfekt. Dann geht's auch schon los. Backform eurer Wahl sollte ungefähr in der Größe sein. Ich nehme ganz gerne die Silikonformen. Ich habe hier schon ein bisschen Kokosöl mit drinnen, wie ihr seht. Einfach bräuchte man theoretisch nicht, weil Silikon. Aber ich traue der Sache immer nicht. Deswegen kommt es da trotzdem mit rein. Bei Silikon übrigens wichtig, wenn ihr euch Silikon-Backformen besorgt, haben wir bei uns im Vegan Masterclass Shop ja auch, vielleicht wisst ihr das ja schon. Ansonsten schaut gerne mal vorbei, unten in der Beschreibung ist der Link. Dann achtet darauf, dass ihr hochqualitative kauft, da gibt es nämlich, sagen wir es mal so, Produkte, die sehr günstig sind und es gibt halt Produkte, die ein bisschen teurer sind. Oftmals liegt das ein bisschen an der Silikonqualität auch und ob es nacherhitzt wurde. Sprich, die günstigen, die riechen noch, die dämpfen aus und das ist das, was man meiner Meinung nach nicht essen möchte oder sollte. Und die guten sind da anscheinend ein bisschen besser. So, dann machen wir es mal so. Ja, das geht. Na, wieder Doppelsauerei hier. Ist perfekt. So, und jetzt haben wir hier noch Schattenmorellen aus dem Glas. Ihr könnt natürlich saisonal gesehen jedes Obst verwenden. Ich habe vorhin auch schon überlegt, machen wir Äpfel mit rein, wenn Erdbeerzeit ist, Erdbeeren. Also funktioniert alles ganz wunderbar. Ich mag das mit diesen, das gab es bei uns halt in der, als ich klein war. Und genau diese Kirschkombination funktioniert halt sehr, sehr gut, wie ich finde. Die schüttet ihr jetzt einfach rein, teilt das, ein paar sinken ab, ein paar bleiben oben drauf. Bisschen Saft noch mit, macht gar nichts. So, das reicht. Dann ab in den Ofen. Perfekt. Dann machen wir jetzt direkt weiter. Auch wenn wir keine Stunde dafür brauchen. Übrigens hier die Mandelblättchen, die streuen wir am Schluss noch mit drauf. Man könnte sie auch in der Pfanne anrösten und dann am Schluss drauf. Das überlege ich mir noch, wie ich es mache. In der Zwischenzeit kümmern wir uns aber ein bisschen um die Vanillesoße, die wir dazu servieren. Wird übrigens ohne auch schmecken. Ganz klar, ein bisschen Vanillesoße funktioniert aber sowieso immer, aus meiner Sicht. Und das ist auch eine ganz schnelle. Ich habe unterschiedlichste Rezepte. Das ist jetzt ein ganz schnelles, einfaches Rezept. Wir haben hier einmal ein bisschen pflanzliche Sahne. Die könnt ihr entweder selber herstellen
Mache ich ganz gerne aus Cashewbruch auch, oder ihr kauft sie ein. Wenn ihr sie einkauft, verwendet mal vegane Schlagsahne dafür. Es muss eine sein, die halt ein bisschen neutraler schmeckt. Ich finde die geschmacklich gesehen von Rama eigentlich am besten. Also die funktioniert auch, wenn man es bei Menschen testet, die nicht vegan leben, mit am besten. Muss man sich halt immer überlegen von Inhaltsstoffen her, ob man das essen möchte. Aber ich sage immer bei Schlagsahne, wie oft konsumiert man es? Das ist ein bisschen so eine Grundfrage. Dann, wie schon angekündigt auch, Karottensaft einfach für die Eifarbe. Klassisch ist ja eine Vanillesoße nur gelb, weil ja ein Eigelb mit drinnen ist. Dann haben wir ein bisschen gemahlene Vanille. Kommt auch mit rein. Zucker, nehme ich wieder den weißen. Und dann habe ich eigentlich nur noch ein bisschen Stärke, das ist schon mit Wasser gemischt, das ist Kartoffelstärke und ein bisschen Shiro-Miso-Paste, um so ein bisschen diesen extra Pfiff und Touch mit reinzubringen. Das kochen wir jetzt einfach einmal auf. Schön ist, wenn ihr hier Schlagsahne verwendet und ihr das einmal aufgekocht habt, dann wieder runterkühlen lasst, dann funktioniert der Schlagsahne-Effekt nach wie vor. Also wir kochen es jetzt ja nur auf, damit der Zucker eingearbeitet wird, die Vanille und es einfach schön durchzieht, ein bisschen runter wird vom Geschmack her. Dann aber runtergekühlt hat die Schlagsahne ja nach wie vor ihre Schlagkraft noch. Könnt ihr also eine sehr luftige Sahne auch aufschlagen. Damit überlege ich mir mal, vielleicht machen wir das nachher auch noch. Und das ist natürlich, wenn da ein bisschen Luft eingeschlagen wird, auch bei einer Vanillesoße deutlich interessanter, als wenn es nur die glatte Soße ist. Schmeckt beides, aber ich finde, wenn da ein bisschen Luft eingeschlagen wird, hat es auf jeden Fall ein bisschen mehr diesen Aha-Effekt. Übrigens beim Karottensaft, wenn ihr den mit reinmacht, das hat am Anfang immer so einen Orangenstich. Da dachte ich mir am Anfang auch immer so, boah, das sieht ja jetzt gar nicht so schön gelb aus. Aber wartet mal ab, gerade mit Hitze verändert sich das einfach richtig schön in die richtige, gute Richtung. So, dann können wir jetzt mal, es kriegt schon ein bisschen Temperatur, Miso-Paste mit reinmachen. Muss mal auf die Uhr schauen. Hier bitte Shiro-Miso verwenden. Shiro-Miso ist ja das helle Miso. Kriegt ihr mittlerweile in jedem, also Biomarkt sowieso. Ich empfiehlt sich auch manchmal wirklich online zu bestellen, um gleich ein bisschen größere Mengen zu kaufen. Oder auch in sehr gut sortierten Supermärkten bekommt man es auch. Ich bin da großer Bio-Fan einfach. Bindemittel könntet ihr jetzt auch andere verwenden. Ich bin da immer klassisch Team Kartoffelstärke, finde ich immer ganz gut. Kutsu wäre auch eine Möglichkeit, wenn ihr das noch nicht kennt, so ein bisschen aus der japanischen Küche, kann man auch super abbinden damit. Rühren wir das jetzt mit ein. So, das zieht jetzt schon mal ein bisschen an. Ganz sanft. Ich lasse es jetzt noch einmal aufkochen, stelle es auf die Seite und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in knapp einem Stündchen wieder. Ihr müsst so lange nicht warten, hier geht es gleich weiter. Wir schieben ein anderes Video schnell dazwischen und dann sehen wir uns aber gleich wieder, wenn der Auflauf aus dem Ofen kommt. Bis gleich. So, es ist soweit. Für euch war es nicht lange. Hier schon ein bisschen. Der war jetzt eine Stunde im Ofen, unser Auflauf. Ich hole ihn mal hier hoch. Und jetzt habe ich ihn noch ein bisschen auskühlen lassen. Also jetzt ist er gut lauwarm, würde ich sagen. Hier seht ihr, wunderschön fest geworden.
Der ist noch so ein bisschen bouncy und genau so soll er sein. Man könnte ganz am Schluss auch nochmal den Grill mit dazu schalten in den letzten 10 Minuten, dass er mehr Farbe kriegt. Nachdem wir die Vanillesoße haben, ist es aber eh gar nicht so notwendig. Ja, dann würde ich sagen, richten wir das jetzt einfach mal an. Vanillesoße für euch nochmal zusammengefasst, einfach abgebunden am Schluss. Jetzt auskühlen lassen, schaut her, wunderschön, perfekte Konsistenz. So eine leichte Salzigkeit durch das Miso. Ich habe noch eine kleine Prise Salz am Schluss mit rein, dann ist es noch besser. Hier habe ich einfach ein paar Mandeln angeröstet, also Mandelstifte bzw. Blättchen in der blanken Pfanne. Also ohne Fett, braucht es einfach nicht. Circa 5 Minuten, bis ihr die Farbe habt. Ich habe gerade schon gesagt zum Team, das ist Wahnsinn, dass es so unglaublich einfache Zutaten gibt, wie jetzt Mandelblättchen, wenn man die anröstet, was das sofort auslöst. Im Kopf, ja, Kopfkino und was für Emotionen es auslöst. Also einfach unglaublich lecker. So, ein bisschen was von der Soße habe ich hier mit rein. Dann habe ich hier noch die restlichen Kirschen. Die verwenden wir natürlich auch noch on top und ein bisschen Puderzucker. Dann würde ich sagen, richten wir jetzt einfach mal an. Drehe es mal hier so um. Und natürlich könnte ich das jetzt stürzen und schneiden wie einen Kuchen, aber ich finde so ein Grießauflauf, der darf schon so ein bisschen rustikaler sein. Deswegen ziehe ich hier einfach so eine Nocke will ich jetzt nicht dazu sagen, aber so ein ordentliches Stückchen, ein bisschen gröber raus. Schaut mal her, ja, wie schön das ausschaut. Gab es bei uns übrigens so im Sinne einer Mehlspeise wirklich als Mittagessen. Ja? Also deswegen auch größere Portionen. Für euch auch nochmal, ich drehe jetzt den Rest wirklich mal raus, dann seht ihr das, wie schön der hier durchgebacken ist. Und der schmeckt am nächsten Tag auch noch lecker, der bleibt schön saftig. Also ich mache es jetzt nur mal, damit ihr seht, na, wenn man den so auseinanderbricht, dann seht ihr diese Konsistenz auch nochmal schön. Richtig schön durchgebacken durch den Grieß, trotzdem diesen richtigen Fluff. Toller Geruch einfach, auch durch die Säure von dem Skirr. Ganz wundervoll. Ja, ich lege dich wieder rein hier. So, wunderbar. Dann als nächstes ein bisschen Puderzucker. Wunderschön. Machen wir da noch ein paar Kirschen mit dazu, weil zu viel Kirschen geht einfach nie. Perfekt. Und na, was mache ich zuerst? Ich glaube, die Mandelblättchen. Seid ihr bereit? Ja, schaut euch das an. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Ich bin schwer verliebt hier gerade, seht ihr. So, für euch probiere ich. Ich kriege gerade Gänsehaut. Also das triggert solche Kindheitserinnerungen an. Wunderschön. Ich lieb's. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bei euch vielleicht so für Triggergerichte gibt aus der Kindheit im positiven Sinne. Probiert's wirklich aus. Das ist ein ganz tolles Gericht mit dem Skier von Sojade. Der absolute Oberknaller. Passt ganz perfekt. Und in der Konstellation mit Vanillesoße oder ohne. Ich verspreche euch, es wird lecker sein. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, was ich jetzt mache, und zwar den Teller aufessen. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.